So, oh, ach, jetzt habe ich mich wieder groß gemacht. Upsi. Ja, wir sind wieder da. Pause ist vorbei. Ich habe leider gar keine Snacks da, die ich so im Stream jetzt snacken könnte. Ich habe nur Chips und Toffifee. Und das ist irgendwie nicht so das, was ich hier nebenbei essen möchte. Deswegen habe ich mir noch ein paar Bonbons mitgenommen. Und zwar die allseits beliebten Lakritz-Bonbons. Yam, yam, yam. Und Salbei-Bonbons, zuckerfrei. Hallo, Gina Linetti, herzlich willkommen. Und noch weitere Eukalyptus. Ja, Toffifee ist extrem geil, aber die sind, dann hat man so viel im Mund und ne? Nein, nein, hä? Hab ich jetzt irgendeinen Witz nicht mitbekommen? Egal. So, ich starte mal das Spiel und achso, ich wechsle hier auch die Szene. Plong. So, hat der das schon mit dem Fullscreen-Dings gecheckt? Ja, ne? Sehr gut. Also habt ihr übrigens gemerkt, Gina ist ein Charakter aus Brooklyn Nine-Nine. Ach so, okay, das ist cool. Habe ich leider nicht geguckt. Flower weiß ich absolut gar nichts drüber. Aber, also außer, dass es sehr, sehr schön sei. Gerade rechtzeitig zum Aufblühen zurück. Und sehr ruhig. Deswegen werde ich sogar Kopfhörer aufsetzen, damit ich den Sound direkt höre. Krimi-Master, wie war das Urteil zu den Ponys? Es war schon ein cooles Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, also diese Jump-and-Run-Passagen, die waren mir dann doch irgendwie, hätten ein paar weniger sein können. Das hätte insgesamt abwechslungsreicher sein können. Aber so von der Länge her fand ich es eigentlich ganz okay. Also das war ein gutes Spiel, würde ich weiterempfehlen. So, ich bin hier im Menü. Warte, kann ich das auch mit Gamepad spielen? Da brauche ich mich gar nicht so. Kommt bei weitem nicht an. There is no game. Nee, das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, von wann das ist. Und ich finde den Plot von dem Pony-Spiel cool. Ja, der war schon so ähnlich wie bei There is no game. Das solltest du dir vielleicht auch mal anschauen, Schlewatzke. Das gefällt dir sicherlich auch. Ich habe keinen Sound auf den Kopfhörern, das kommt immer noch aus den Lautsprechern. Na gut. Aber jetzt höre ich den Soundtrack immerhin. Licht geht auch wieder aus, ich verstehe es nicht. In einem Blatt, was im Wind schwebt, wie schön. There is no light. Jetzt muss ich hier zu den anderen Blumen hin, oder wie? Hui.
Okay, ich kann bei den anderen Blumen noch weitere Blätter einsammeln. Sehr schön. Boah, ich glaube, ich spiele das doch lieber mit der Maus. Das ist mir irgendwie mit dem Gamepad gerade zu ungenau. Achso, und ich frage mich, ob wir gar keinen Sound haben. Weil es gibt auch, doch, es gibt Menü. Options. So, Language, Audio. 100%. Graphics. Ja, das passt ja. Also, eigentlich müsste ich jetzt alles auf volle Pulle stellen können, ne? Ah, Anisotropie. Okay. Autodetect. Was? Nur auf High? Nein, nein, das muss auf alles auf Ultra. Flower, fand es damals auf PS3 so gut. Ja, ich habe davon leider noch nie was gehört. Also schon, aber ich habe selber nie gespielt. Und High Body. so. Ah, sieht doch gleich ganz anders aus. Das ist sehr schön. Das mag ich. Aber ich hätte schon gern irgendwie Soundtrack gerade. Irgendwie. Glaube ich nix. Ja. Es ist so schön. Ich mag schöne Spiele. PS3-Version steuerte sich damals komplett per Six Axis. Oh, wie cool. Oder soll ich hier noch gar keinen Ton haben? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier kein Soundtrack ist, so schön wie das aussieht. Bist eine Blume, die hat keine Ohren. Ah, natürlich. Woher willst du das wissen? Boah, das ist echt ganz schön schön. Und das geht jetzt 2 Stunden so? Hallo, ich möchte die da unten wieder einsammeln. Ja, weil stimmt, mit dem Motion Controller wäre das bestimmt richtig cool gerade. Bisschen Wind. Did you just assume his Sinnesorgane? Ich glaube, dir wird gerade erklärt, was du machen musst. Das Sounddesign ist so gut. Ja, Achso, du meinst, ich muss diese Blätter alle aktivieren. Das ist das Ziel des Spiels. Ich meine, da hätte ich kein Problem mit. Denn es ist sehr, sehr schön. Ja, dass ich gerade keinen Sound habe, das stört mich ein bisschen. Moment, ich muss nochmal. Nicht, dass der gerade irgendwie komplett kaputt ist. Und eben ist ja auch einfach meine Tastatur ausgefallen, komplett. Ich dachte, das soll ohne Sound. Ich weiß es nicht. Das Spiel selbst hat normalerweise Sound. Ja, gut, danke schön. Das wollte ich hören. Open Volume Mixer. Flower, ne, das ist auch volle Pulle. Eigentlich müsste das Spiel. Müsste das gehen mit Sound. Vielleicht doch die Kopfhörer. Ja, also das ändert ja nichts daran, dass bei euch kommt ja auch nichts an. Das ist ja das Problem. Kann mir das auch gerne auch noch auf die Kopfhörer packen, aber davon hört ihr es ja trotzdem nicht. Also ich höre es ja selber auch nicht. Dann werden wir ja auch hören, genau.
Wenn OBS die falsche Quelle nimmt. Ja, aber ich höre es ja gar nicht. Also es ist im Soundmixer auch im richtigen Dings drin. Sonst starte ich es einfach nochmal neu. Bin noch nicht so viel gemacht. Eigentlich. Das klingt nach Ton. Ach stimmt, eben die Autos haben wir ja auch gehört, die ja lang gefahren sind. Genau, jetzt ist hier auch ein OBS-Pegel. Graue Großstadtlärm. Immer eins der schönsten Indies PS3-Generation. Ja, wie gesagt, ich habe es leider nicht gespielt. Oh! Wir haben Ton! Es ist so schön! Ah, und dann gibt es sogar ein Geräusch, wenn ich die. Oh, wie schön. Boah, das fühlt sich an, als würde ich den Abspann in einem schönen Anime-Film gerade machen. Das Intro. Die sieht halt auch so aus. Mit jeder Blume, die ich einsammle, gibt es nochmal irgendwie einen extra Ton in der Melodie. Achso, es geht schon weiter. Gut, dass du Bescheid gesagt hast, Botti, dass das da eigentlich schon Ton haben sollte. Sonst hätte ich das jetzt wahrscheinlich richtig falsch gespielt.
sind ja noch alles unterschiedliche Musikinstrumente. Wie cool. Oh, ich muss das Spiel noch ändern, Mist. Ist leider direkt hier aus dem Flow rausreißen. Aber dann geht's gleich richtig schön. So, sorry. Oh, mit Kamera ruckelt der total, oder? Naja. Das Spiel läuft auch nicht flüssig, ne? Vielleicht muss ich es doch auf Flow, wie das Spiel von den. Hahaha. Sind nicht Mods? Waren vorhin nicht noch welche da? Es stimmt. Vielleicht muss ich mir auch mal neue Mods suchen. Oder zusätzliche so. Könnt ihr mal eine Bewerbung schreiben? Wer hier Mod sein möchte? Nein. Wie schön das ist. Warum können nicht alle Spiele so sein? Warum muss man immer Leute abschießen? Ah, hier geht's weiter. Aber Mist, muss ich doch auf High nur stellen, nicht auf Ultra. Es ruckelt doch zu sehr im Stream, glaube ich. Kriegt die Lust mal wieder durch ein schönes Feld zu spazieren? Ja, ich auch. Oder durchzufliegen. Also ich sehe keinen Ruckeln. Nicht? Okay. Ruckelt auch nicht. Also bei mir in OBS ruckelt es halt. Deswegen dachte ich, dass das auch so ruckelig bei euch übertragen würde. Das ist ja crazy. Und dann? Zweifel MSRA auf 4 statt 8. Na gut. Über Vika gestern. Stimmt, die hat sich ja. Ne, bei ihr war es ja noch schlimmer. Also. Die hat sich ja das VOD angeguckt und das hat so geruckelt. Aber bei uns halt gar nicht. Stream ruckelt nicht, aber das Spiel, man sieht, dass das Spiel bei dir ruckelt.
Ja, nee, also bei mir läuft es halt flüssig, das ist ja das Ding. Aber in der Software, wo es mit abgegriffen wird, da ruckelt es. Also so sieht es bei mir jedenfalls aus, dass es da ruckeln würde. Aber ich lasse das jetzt einfach und, Oh nein, muss ich jetzt. Habe ich jetzt schon wieder abge. Nee. So. Also bei euch läuft es flüssig. Also bei mir in dem Preview-Fenster ist es halt mega am Ruckeln. Also stockend. Naja. Wenn was ist, sagt ihr Bescheid, ja? Da ist noch ein gelbes Feld. Mich irritiert, dass der Kameramann da ist. Ja. Es ist, ist eigentlich eine Kamerafrau. Aber ja, manchmal brauche ich das. Wenn ich den ganzen Tag alleine sitze vor dem Computer und streame, da brauche ich ein bisschen Gesellschaft, auch hier in der Wohnung. Moment, was kann ich denn hier noch einsammeln? Welchen? Oder ein Kamerakind. Ich kann ein Ruckeln reininterpretieren, aber nicht, dass es stört. Na gut. Ist die letzte. Sehr gut. Underdog. Genau. So ist es. Wow. Mein Schweif wird immer länger. Ah, jetzt weiß ich, was mich hier die ganze Zeit irritiert. Die Dings ist nicht invertiert. Inverted Enable. Ja, das geht bestimmt nur für beide, oder? Oh, sowas hasse ich ja. Ah, ne, ah, ja, so, ah. Oder? Ist das jetzt gut? Nee, eigentlich will ich ja. Oh, nee. Doch nicht. Inverted. No.
Ist das noch gut? Ich vom Kühlschrank. Mit meinem Lurk mit dem Hund draußen. Bis später. Jo, Ogasi, schön, dass du da warst. Viel Spaß mit dem Hund und bis später. Jetzt habe ich den Chat gelesen und nicht aufgepasst. Oh. Ah, jetzt konnte ich mit den ganzen Blättern hier den Baum wieder. Wow. Wow. Ach so, es gibt so verschiedene Abschnitte. Also Level. So, habe ich mir einen Bonbon verdient, was? Lecker, lecker. Lakritze. Trifft sich die Elite, ja, natürlich. Oder liegt seit 20 Minuten auf dem Schoß. Upsi. Aber so ging es mir in letzter Zeit auch öfters. Ich habe, bei mir war das der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mir Twitch immer auf dem Fernseher angemacht und dachte, ich könnte dann irgendwie nebenbei was auf dem Notebook machen. Hatte dann das Notebook auf der Couch, auf dem Schoß. Und auf der Couch, ja. Und dann den Stream auf dem Fernseher und habe dann über das Notebook immer im Chat was gemacht. Und hab dann aber gestern mal schlauerweise das Spiel einfach auf dem Fernseher gemacht, was ich spielen wollte. Und Twitch einfach komplett auf dem Notebook gehabt. Und das hat ganz gut funktioniert. War ich natürlich mehr der Lurker, aber so geht das dann. Oder man streamt einfach selber das, was man eigentlich spielen möchte. Spooky Scary Light Control. Mario wurde Donnerstag verschickt, soll Mittwoch ankommen. Ach du meine Güte. Stream auf dem Fernseher ist auch so eine Sache, die ich total merkwürdig finde. Ja, kann ich auch verstehen. Also, es kommt halt drauf an. Ich bin jemand, der, wenn ich einen Stream gucke, dann gucke ich den um. Also wegen der Person, die streamt. Ganz, ganz selten schaue ich mir Spiele an. Wo das Leute streamen, die ich überhaupt nicht kenne. Und meistens mag ich einfach die Streamenden und schaue dann bei denen rein und möchte halt ein bisschen mit denen quatschen oder so. Und deswegen brauche ich halt immer den Chat dabei. Und deswegen fällt für mich das meistens flach, nur auf dem Fernseher zu gucken. Aber wenn du eh nur lurkst und einfach die Gesellschaft oder irgendwie das als nebenbei haben möchtest, dann ist es ja total okay so. Weil der Fernseher ist ja einfach ein passives Gerät, wo du nur drauf guckst, wo du nicht wirklich mit was machst. Also ich kenne niemanden, der dann über die Onscreen-Tastatur da irgendwie was postet oder so. Energiekultur sagt, dass ich seinen Schreibtisch mal wieder ausschalten soll. Okay. Gestern wurden dieselben Laden FP2s verschickt, die kommen Dienstag.
Ui. Ich ohnehin lieber auf dem PC gucke, Filme streame, alles. Ja, ich habe das Problem, dass ich, also Problem, also Luxusproblem wieder. Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung und Fernseher und Schreibtisch stehen in verschiedenen Zimmern. Sodass ich in letzter Zeit wirklich wenig im Wohnzimmer einfach mich aufhalte. Und gefühlt viel zu viel am PC mache. Weil halt hier auch mein Homeoffice ist. Also es ist halt 1 Meter weiter am Schreibtisch. Und es dann einfach Tage gibt, wo ich gar nicht im Wohnzimmer sitze, und das ist dann doch ein bisschen ärgerlich. Das wäre echt kein Spiel für mich, fürchte ich. Och, warum? Also mich irritiert nur ein bisschen, dass ich, wenn ich beschleunige, super schnell bin. Und wenn ich nicht beschleunige, super langsam bin. Das ist ja nicht so ein schönes Mittelmaß ist. Aber so hier diese Dinger einsammeln, bisschen entspannte Musik dabei hören, das ist schon nett. Mein Homeoffice ist der exakt selbe Platz wie mein PC. Oh je. Das sind ja auch Blümchen gepflückt. Das stimmt. Und da war das ganz toll. Ich kann das schlecht erklären. Das ist eine spezifische Art von Spiel, die ich irgendwie unangenehm finde. Das, da würde ich gerne mehr darüber wissen. Ich das sehr interessant finde, aber ich weiß nicht, wenn dir das ist natürlich doof, wenn dir das unangenehm ist, dann darüber zu sprechen auch noch. Also, verrückt. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich selber muss auch in der Stimmung sein, so ein Spiel zu spielen. Aber offenbar bin ich das gerade. Es löst einfach Unbehagen aus. Oh je. Hast du denn noch mehr solche Spiele? Also kannst du da noch andere Beispiele nennen, wo das so ist? Ach, hier bin ich gestartet. Ah. Vielleicht auch so, weil es so motionig ist. Oh ja, das kann sein. Stimmt, du hattest ja irgendwie Probleme mit Motion Sickness, ne? Ja, das ist natürlich fies dann. Alle Spiele der Entwickler brauchen eine Mood. Flower Journey, Abzu. Ja, Abzu ist auch absolut gut. Finde eher unangenehm, dass die Welt so leer ist und nichts passiert. Ja, also mich nervt sowas sonst auch immer. Andererseits ist hier ja genau das, glaube ich, der Fokus des Spiels irgendwie auch. Dass es diese leere Welt ist und das genau das Ziel ist, hier irgendwie das zu erkunden und mit Leben zu füllen. Was ja Open-World-Spiele in dem Sinne meistens nicht so haben. Wo mich das dann immer stört. Weil hier fliege ich rum, sammle diese Dinger ein und alles wird bunt und schön. Und fügt sich in die Musik ein und ist schon toll. Ich mag so Experiences nicht. Unfinished Sworn mag ich auch nicht. Was? Ja, entschleunigend, ja. Ja, wie gesagt, das ist. Ich kann mir auch Tage vorstellen, wo das hier überhaupt nichts für mich wäre. Wo ich denke, boah, nee, das brauche ich jetzt nicht. Wie öde. Vielleicht ist mir auch einfach zu wholesome. Oh.
Willkommen zurück, Volkmar. Wir haben das Spiel mittlerweile gewechselt. Wie du vielleicht siehst, wir sind mit Pony Island durch. Kriegst du eigentlich in den YouTube-Chat auch die ganzen Twitch-Kommentare reingespiegelt, ja, ne? Deinen großen Schluck Wasser, sehr, sehr vorbildlich. Jupp vom Restream-Bot, sehr schön. Dann funktioniert das ja alles. So ein 0,3. Wow, das ist aber ganz schön viel. Ich habe hier immer so einen 0,5 Becher hier stehen. Der ist auch noch randvoll, also bis zum Eichstrich. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber den schaffe ich jetzt auch nicht auf Ex. War gelogen, natürlich schaffe ich das. Egal, wie die Kamera wegging, um nicht den Becher im Fokus zu haben. Habe ich gar nicht gesehen. Ich war so Mist. Egal, gucke ich mir im VOD an. Ich mache einen Marker. Jetzt spiele ich doch mal. Also viel Spaß noch. Ja, Botti, schön, dass du da warst. Danke nochmal für den Hinweis, dass da Musik kommen müsste in dem Spiel. Und viel Spaß dir. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was ich auf keinen Fall irgendwie auf Empfehlung spielen würde. Also, wenn mir jemand sagt, oh, das ist so schön, das musst du spielen, weil dann geht man mit so einer Erwartung daran. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache für Spiele, für die man in der Stimmung sein muss. Also bei mir jedenfalls. Dass ich davon selber drauf kommen muss und ich der Schlaue bin am Ende, der gesagt hat, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu spielen, genau. Oh Mann, ey. Oh nein, das war ja schon das Ende vom Level. Oder? Es ist so bunt, ich raste aus. Ja, ne? Das ist so schön. Oder ein Regenbogen. Oh, es wird bunter. Ist das eine Rose? Ich kenne mich ja leider überhaupt nicht aus mit Blumen und Pflanzen.
Also das gerade von dem Level 2 sah für mich aus wie eine Gerbera. Was meinst du? Ja, genau, das hier meine ich. Das sind das Rosenblätter? Ein bisschen, oder? Ui. Ein Gerberer, was? Ist die auch ein Beruf, ein Gerberer? Eben, wenn man Sachen gerbt? Dann ist man ein Gerber, ne? Du hast das so komisch ausgesprochen. Ja, ich habe das Wort zum ersten Mal in meinem Leben gelesen. Sorry. Du weißt doch, wie ich bin. Ich kenne das nicht. Offensichtlich, sonst hätte ich ja gewusst, dass es so eine ist. Spiel ist so schön. Eine Minute später, Blumen sind mir egal. Ja, man muss ja etwas nicht verstehen, um es schön zu finden. Verstehe zum Beispiel unsere Freundschaft auch nicht und finde die sehr schön. Hast du recht, ja, siehst du. So etwas nicht verstehen, um es schön zu finden. So romantisch. Ja. Ja, morgen ist Valentinstag. Finde ich auch geil, dass da viele Läden und Geschäfte und sowas jetzt Dings machen. Dass man da all seinen Freunden auch was schenken soll. Nicht nur, also damit sie die ganzen Singles auch noch abgreifen können, damit die auch irgendwelche Grußkarten und sowas kaufen. Oh, jetzt habe ich so einen coolen Schweif hinten dran. Also jetzt mache ich auch so Lichter. Geil, Valentinstag, schon wieder vergessen. Ich schenke all meinen Freunden meine Existenz, mehr ertragen die eh nicht. Oh, können sie sich aber sehr glücklich schätzen. Ich spiele mich daran, mal wieder The Void zu spielen. Also freut euch gefälligst, dass es mich gibt. Oh ja, das tue ich, das glaubt mal. The Void kenne ich gar nicht. Das wäre eigentlich genau die perfekte Situation, wo der Bot gerade wieder sagen dürfte, schön, dass ihr alle da seid, ne? Oh, Achievement unlocked, Discovery. Warum hat so ein Spiel Achievements? Was soll das denn?
Als gäbe es da nicht schon Grund genug, das einfach immer wieder zu spielen. Sagte er und wird es wahrscheinlich direkt deinstallieren, wenn er durch ist. Schön, dass ihr alle da seid. Nein, den Bot meinte ich nicht. Ein eher mystisches Spiel um Farben von Atari aus einer russischen Spieleschmiede. Aha, hat ins MoMA New York geschaut. Oh. Was passiert hier? McEdget. Oh. Also mir wird ein bisschen schlecht vom Zugucken jetzt bis später. Oh nein, das tut mir leid. Bis später. Oh, das klang wirklich traurig, ne? Aber bin ich auch. Vielleicht wird das mein erster Stream. Oh ja, da muss ich mir unbedingt Bescheid sagen. Zu später irgendwas mit. Oh. Achso. Ja, stimmt, wir wollen heute Abend noch im Discord. Ist natürlich kein Link parat. Ich glaube, ihr könnt Ausrufezeichen Discord schreiben. Da haben wir heute Abend vor, etwas irgendwas zu spielen. Also, wenn ihr Lust habt, seid ihr gerne eingeladen. Aber der müsste verlinkt sein, glaube ich. In den Panels unten. Ja, ob Sils. Ich glaube, Sils wird Moderator, die macht das sehr gut. Ist auch immer da. Weiß sich zu benehmen, die hat sogar den GLHF-Dingsbums da vor ihrem Namen. Ich bin hier nur nett. Oh. So meinst du, wenn du es musst, dann bist du es nicht mehr? Oder was soll mir das heißen, sagen? Auch geil, dass ich durch meine Flower Power hier irgendwie Windkraftanlagen speisen kann. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich meine, ist sie nett für den Sia-Film doof zu finden? Oder habe ich heute auch irgendwas gelesen bei Twitter, aber nur kurz. Und dachte mir, nee, da habe ich heute keine Energie für. Kurz vorher das mit Luc Besson gelesen da, mit Leon der Profi. Wie das Skript eigentlich hätte aussehen sollen. Und ich glaube, da in den Antworten stand irgendwas zu dem Sia-Film. Bin mir aber gerade auch nicht sicher. Das ist eine super Passage hier im Spiel. Das macht super viel Spaß. Oh nein! Nicht einstürzen! Super an die Tauchpassagen von Abzu. Die Tauchpassagen, genau, weil das Spiel ja nicht zu 98% unter Wasser spielt. Da gibt es auch so ein paar, wo du durch so einen Gang gezogen wirst. Und bei Outer Wilds auch.
Leon der Profi nie gesehen. Oh. Ist eigentlich ein toller Film. Mit Jean Reno und einer sehr jungen Natalie Portman. Und Dingens hier, Gary Oldman. Spielt auch mit. Wobei ich den auch lange nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob da noch der jugendliche Coolness-Faktor aus mir spricht. Du hast für die Titel zugeworfen, das Konzept von Anfang an doof, aber hey, hab ich dich nicht bei Twitter? Ist auch eine Reply bekommen. Ach. Oder ist die Sonne oder so? Oh, ist das schön, obwohl da so viele Windmühlen sind. An die Windräder heißt es ja. Windmühlen sind was anderes. Windmühlen sind schön. Finde ich auch ein Wahnsinnskonzept eigentlich, dass der Wind so, also regelmäßig so stark weht, dass diese riesigen Dinger da bewegt werden können und dann noch Mahlsteine bewegen können, die aufeinander liegen. Das ist doch kompletter Wahnsinn, oder? Windräder auch cool. Ich weiß nicht, also ich gehe ja oft joggen und bin dann auch oft auf so Feldern und so unterwegs. Und da finde ich die auch immer irgendwie mal beeindruckend, weil ich dann halt relativ nah auch dran bin, irgendwie, weiß nicht, so 50, 60 Meter oder so. Und, achso, ich bin schon wieder da, das ist gar nicht der Kameraschwenk. Aber irgendwie weiß ich nicht. So für schöne Fotos oder so? Hm, ich weiß nicht. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Habe ich keine starke Meinung zu. Aber das sieht schon cool aus. Und die sind ja auch eigentlich gut. Und jetzt zerschreddern die mich. Oh. Das sah aus wie Schnee gerade. Wie schön. Erst die Steinkreise, jetzt Windräder. Das Gelände scheinbar viel mit dem Level urbaner wird. Ah, oh, das könnte auch sein, ja. Aber dafür wurde ja das Urbane immer bunter. Also die Oberwelt quasi. Also die Levelauswahl-Übersicht. Waren auf dem Weg in den Urlaub nach Norden immer ein Highlight. Toller Anblick, wenn die auftauchen. Ja, stimmt. Also ich war auch eine Zeit lang regelmäßig an der Nordsee im Urlaub. Und das war auch immer schön da. Und da ist ja auch das Land einfach so super flach. Da siehst du halt die Windräder ja auch alle super gut. Also da stechen die ja noch weiter raus. Ups, dann waren wir immer in Dänemark. Ach, cool. Ja, als Kind war ich auch mit meinen Eltern oft in Dänemark und in Holland. So, ich schätze zwei. Oh, ja doch. Ne, drei kommen noch, ne? Also links und rechts von der Pflanze da ist jeweils noch eine hin. Aber jetzt ist Nacht.
Den bin ich das erste Mal Auto gefahren, wo ich noch nicht an die Pedale kam. Oh, aber ich glaube ich auch. Da mussten wir irgendwie das Auto wo rausschieben oder so. Und da ich halt der Schwächste war als Kind, musste ich lenken. Ach, guck an, jetzt geht's hier aber weiter. Das ist ja auch cool. Ach, jetzt verstehe ich auch, die Blumen, die so leuchten, die muss ich einsammeln. Die anderen sind optional. Okay. Und auch nur die geben einen Klang von sich beim Einsammeln. Ah. Als Kind, nicer safe, ja. Da kommt er wieder aus seinem Loch gekrabbelt, der Gikultur. Wie beim Trivia-Quiz. Immer da, wenn er gebraucht wird. Ja, das stimmt. Ja, mein Sorry Forever war im Bully-Lurk. Ja, da solltest du wirklich, das ist eigentlich so ein Wort, was wir hier bannen sollten. Also sonst bin ich da mal recht tolerant, aber aktuell, nervt mich einfach total, dass Bundesliga und sowas stattfindet, während sonst halt alles den Bach runtergeht in diesem Land. Und auch was der DFB da mit Tönnies irgendwie gesagt hat, als diese Rassismus-Sache da war. Nee, nee. Aber das ist ja nicht das, was die Fußballfans cool finden. Die gucken es ja wegen des Sports. Der mich leider halt auch gar nicht interessiert. Deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen. So, wo muss ich denn hier was einkreisen, einsammeln? Die DFB und der ganze Zirkus drumherum ein Sauhaufen, aber die Samstagskonferenz ist ein Stück gute alte Zeit. Na gut, dann lasse ich das mal durchgehen. Dann darfst du das gut finden. Ach stimmt, da sind die Spiele immer gleichzeitig auch noch, ne? Ist das nicht auch totaler Kokolores eigentlich? Oder ist man sowieso so sehr Fan von seiner Mannschaft, dass die anderen dann eh nicht geguckt werden. Noch nicht geguckt werden würden. Mit verabschieden muss noch was arbeiten. Viel Spaß noch, war schön. Ja, Ikima oder Ikima, ich weiß es gar nicht. Schön, dass du da warst. Danke fürs Folgen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Schönen Samstag noch. Ich merke gerade, dass ich hier das gleiche Problem habe wie bei Donut County. Dass ich das hier eigentlich lieber nicht am Stück spielen sollte, sondern irgendwie so über eine Woche verteilt, jeden Tag ein Level oder so. Dann wirken die, glaube ich, viel mehr. Weil ich dann Zeit habe, das sacken zu lassen oder so. Und so ist es halt ein großes Paket, das ich so direkt komplett einsauge.
Das klingt tatsächlich sinnvoll, ja. Aber ich will jetzt ja den Stream auch nicht mittendrin abbrechen. Oh, wie schön das ist. Es fühlt sich auch komplett anders an als die anderen Level eben alle. 4 Spiele parallel, samstags um 15:30 Uhr. Ich gucke Konferenz, auch wenn meine Bremer da nicht spielen. So schön es ist, denke ich, man gewöhnt sich da schnell dran und kann es dann noch halb genießen. Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu, genau. Hört man da Frösche im Hintergrund? Ich glaube, also ich war das nicht. Vielleicht kommt das auch bei dir aus dem Zimmer. Oh, das war sogar richtig. Ach, das muss ich bei allen machen? Na los, komm schon. Werd auch du blau. Das meine ich nicht ein leises Rabbit Rabbit. Sound des Spiels. Hier ist still. Ja. weiß ich, kann aber gut sein, ja. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber eben war da ja auch so ein Teich. Ach, das ist so ein Wirbel. Ist das eigentlich auch auf der Switch? Das ist doch das perfekte Spiel, um es abends irgendwie vorm Einschlafen noch eine Runde zu spielen. Ich glaube, wenn es das da gibt, dann kaufe ich mir es direkt nochmal. Und werde das tun. Muss mein Buch wieder ein bisschen warten, aber das ist dann halt so.
So, hier leuchtet es noch nicht. Ach so, das leuchtet sowieso auch unterschiedlich. Okay. Nachdem, ob ich hier schon alles gemacht habe oder nicht, schätze ich. Aber hier kann ich nichts weiter anfachen, oder? PC, Windows, PlayStation, Windows, iOS. Ach so, Schade. Was muss ich denn hier noch einsammeln? Die Blume hier habe ich ja. Oder geht's hier jetzt schon weiter zu den Teilen da hinten? Ah. Da sind die Frösche. Jetzt höre ich sie auch. Ich würde schon sagen, dass ich hier noch... Wobei, das leuchtet auch hell, ne? Nicht so... Naja, nicht so hell wie die anderen. Ah, warum geht das nicht? Was muss ich tun? Auch nicht weiter. Das ist ja doof. Auch wieder ein Spiel, was komplett ohne User Interface auskommt, finde ich eigentlich auch cool. Weil ich mir natürlich gerade eine Karte wünschen würde, wo so ein Marker drauf ist, der mir sagt, hier, da muss ich noch hin. Aber Escape von Tarkov. Nur vom Namen her, es ist doch auch weiß nicht, auch so ein Shooter. Also sowas spiele ich halt gar nicht. Also generell keine Online-Multiplayer und auch eigentlich gar keine Shooter mehr. Hardcore-Shooter und leichter Spiritual Successor to Stalker. Ah, auf jeden Fall hat man da auch keine Karte. Ah, okay. Ja, dann ist gut. Ja, aber stimmt, in so First-Person-Shooter-Spielen ist eigentlich sowieso immer Quatsch, wenn es da eine Minimap gibt, oder? Ich fand die Karte in, wie heißt es denn? Da, wo du auf diesem Turm sitzt, in dem Wald. Firewatch? Ja, Firewatch, glaube ich, ne? Die fand ich super cool. Weil es ja wirklich so eine Aufklappkarte war. Und dann da auch echt so die Sachen drin markiert wurden. Das hat echt Spaß gemacht. Firewatch war auch ein tolles Spiel. Ich glaube, das spiele ich auch mal on stream. Oh, oh no! Das war doch so ein schönes Level. Was soll das? Hat verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung von Karten. Ja, klar.
Aber viele Spiele machen sich das da ja relativ einfach. Aber es ist halt auch immer eine Frage, wie viel Realismus dem Spiel dann schadet. Also ich ärgere mich ja immer schon bei Spielen, wo du regelmäßig essen musst oder so. Aber ich bin dann auf der anderen Seite auch immer froh, dass ich nicht auch noch auf Toilette muss. Jetzt kommt der Horrorteil. Ja, ich fürchte auch. Böse, böse Industrie. Lassen Deus Ex aber zum Beispiel manchmal einen Grundriss oder ein Satellitenbild, an dem man sich orientieren muss. Ah! Okay. Bioshock und System Shock verwenden, glaube ich, gar keine Karte. Auch krass. Oh, die sieht aber nicht gesund aus. Jetzt muss ich hier erstmal überhaupt welche finden, ne? So viel kaputter Stahl. Bei so einer riesigen Map wie Witcher oder Skyrim oder ähnlichem habe ich gerne eine Karte. Ja, ich auch, absolut. Weil ich habe halt oft das Problem, dass ich mich dann schnell nur noch über die Minimap orientiere. Dass ich dann gar nicht mehr gucke, was in der Welt wirklich ist, was ja super schade ist eigentlich. Weil ich dann auch voll viel verpasse. Dass ich wirklich nur noch irgendwie von Questmarker zu Questmarker laufe und das macht mir dann irgendwie den Spielspaß ein bisschen kaputt. Deswegen fand ich das bei Breath of the Wild zum Beispiel sehr cool. Da kannst du dir ja wirklich einfach so Marker auf die Karte setzen, die dann aber im Spiel auch als solche angezeigt werden. Und dann siehst du halt irgendwie, ah, da hinten hinter dem Berg, da habe ich mir einen Marker gesetzt, da will ich jetzt hin. Aua. Oh nein. Kann ich etwa sterben? Hilfe. Okay, ich komme wohl noch nicht zu meinen Pflanzenbuddies. Na gut. Hier jetzt. Okay. Weil das auch aufs Spiel ankommt, wenn ich viel Spaß und Interesse an der Welt habe, weiche ich gern vom Pfad ab. Joa. Ich mag halt aber eigentlich auch so große Spiele nicht mehr so gerne. Klar, Witcher 3 war richtig geil. Aber das, oh, hat mich auch einiges an Überwindung gekostet. Eben weil ich wusste, okay, das wird jetzt so eine 100-Stunden-Aktion. Und ich spiele halt eigentlich lieber viele kleine Spiele, um irgendwie einfach so, so viele verschiedene Erlebnisse wie möglich haben zu können. Die Welt muss ihren Zweck erfüllen, ja. Also dieser Spruch, das ist 10-mal so groß wie das und das, dann habe ich direkt keine Lust mehr drauf.
Oh, das hat sich gelohnt. Das ist schon eine ganz schön triste Welt, wenn ich so überlege am Anfang, wo ich noch tausendmal gesagt habe, wie schön das alles ist, und jetzt. Bei Mafia zum Beispiel ist die Stadt als Schauplatz für die Handlung gedacht und ist eher wenig bis gar nicht als Sandbox zum Erkunden. Ja, das gefällt mir ganz gut, glaube ich. Aber das habe ich auch so gehört. Also da kam jetzt ja vor ein paar Wochen oder Monaten das Remake raus, glaube ich, ne? Und da haben halt auch die einen gemeckert, dass man in der Welt gar nichts machen kann. Und die anderen fanden es aber voll geil, weil die halt das ja als sehr lineares Spiel einfach verstanden und auch gespielt haben. Und das dann auch zu schätzen wussten. World ist nicht gleich Open World, ja. Das ist richtig. Aber das erinnert mich hier gerade schon echt stark auch an Abzu wieder. Dass ich jetzt hier wirklich schauen muss, wo ich diese Maschinen disablen kann. Die halt böse sind. Aber das ist okay. Andererseits ist das jetzt nicht mehr so für, was ich abends vorm Schlafengehen spielen möchte. Dafür waren die ersten vier Level ganz nett. Ich kann auch mal meinen Camera-Fix-Button drücken. Mit Albträume, ja. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Als nächstes hin muss. Ich folge einfach so den Ohren. Ah, da ist noch einer. Auf YouTube gibt es auch ein tolles Video zum Mini-Open World von Deus Ex Mankind Divided. Ah, okay. Ja, das wollte ich eigentlich auch schon lange spielen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht niemals nachgeholt habe. Ich glaube, ich wollte das auf der Wii U spielen, weil die Entwickler gesagt haben, dass da die beste Version wäre. Aber dann bin ich irgendwie doch die ganze Zeit doch mal rumgekommen. Vielleicht bist du in diesem Level dann auch schon eingeschlafen. So. Nämlich, die Natur findet einen Weg. Toll, immer wenn ich mit Deus Ex ankomme, kommt, wollte ich eigentlich schon lange spielen. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Also eigentlich habe ich auch echt Bock auf so Cyberpunk-Kram. Und es soll ja auch ein echt gutes Spiel sein, aber ich tue mich im Moment auch einfach schwer mit so Spielen, die ja, so ein realistisches Setting haben. Also, weiß ich nicht. Ich spiele fast nur noch Indie-Games. Das ist irgendwie ganz komisch. Die jetzt den eigenen Artstyle haben. Und eben nicht dieses realistisch anmutende. Aber naja. Ich zum Beispiel weiß gar nicht, worum es da geht. Das ist eine Band. Oh. Nee, das passt nicht ganz. Boah. Also worum es da jetzt im Detail geht, kann ich dir auch nicht sagen, aber es ist halt schon viel so mit wie nennt man das denn? Cyberkinetik? Dass du halt Roboterarme und sowas hast. Genau, Augmentierung, ja.
Das war das Wort. Kybernetik, ja. Kybernetische Augmentierung, glaube ich. Für mich sind solche Spiele halt auch nichts. Ja, gerade erst wieder an mit Kleinkram, da bin ich sehr zufrieden. Ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt witzigerweise gestern nochmal in Days Gone reingespielt. Und da war, wollte ich irgendwas in den Optionen nachgucken. Und dann habe ich da halt das Gamepad gesehen, da ist einfach jede Taste mit irgendwas belegt. Und das hat mich ehrlich gesagt schon wieder so ein bisschen schockiert. Dass Spiele so viel Steuerungsmöglichkeiten haben und brauchen. Wenn sich wirklich viel mit Deus Ex auseinandersetzt, ist das verdammt viel Lore und philosophischer Kram. Das ist ja grundsätzlich eigentlich ganz gut, aber ich bin halt sehr, sehr lesefaul leider auch. Das fand ich halt am Witcher auch so geil, dass einfach so viel vertont ist. Also wenn die ganzen Sidequests und so hätte ich die lesen müssen, dann wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Die Dialoge sind vertont. Ah, sehr gut. Dann steht mir eigentlich nichts im Weg. Die Lesefolge haben wir noch gar nicht gemerkt, ja. So, wo ist denn hier noch? Ja, aber die sind ja gar nicht eingekringelt, die muss ich ja nicht haben. Immer nebliger. Der Regen ist auch kein gutes Zeichen. Jedes Mal, wenn ich so eine Pflanze einsammle, schlägt ein Blitz ein. Das kann eigentlich auch kein gutes Zeichen sein. Wir ließen uns trotzdem immer tapfer alles vor. Ja. So bin ich. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Kommt nur mir das Spiel so grafisch zäh vor? Also rein von der. Siehste? Endlich sieht es jemand. Meine Kamera ruckelt nämlich auch die ganze Zeit schon. Ja. Es ist nämlich wirklich so. So. Inzwischen ist es auch so. Ja, sagt doch was, Leute. Ich wollte es nicht sagen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, herzlichen Dank. Auto Detect Quality Settings. Aber jetzt macht er das nur noch auf High. So, ja, das ist schon besser, ne? Genau, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Juhu! Den ich vorhin noch sagte, das wäre nicht so auffallend. Alright, so, wo sind hier die letzten Dinger?
Denn ist die da, die da, die da oder die da? Nein. Samstags sind sie nie da. Auch einen zweiten Upside-Down-Lego-Baum fertig. Oh, sehr schön. Aber hattest du das nicht irgendwann schon mal fertig bei dir im Regal stehen? Oder war das nur der Karton? Ich wollte mir ja noch diesen Blumenstrauß kaufen von Lego. Damit ich hier auch mal Pflanzen im Bild habe. Aber irgendwie habe ich den nicht bei einem seriös anmutenden Laden gefunden. Ach, Mann, hier sind noch ganz viele. Wo kommen die denn alle her jetzt? Ach, guck mal an. Ich habe die schon bei einem Laden gefunden, aber halt für teuer Geld. Deswegen dachte ich mir, ich spare da noch ein bisschen. Das Einhorn hat sich aber verändert. Ja. We're not in Dingsbums anymore. Wie ist das bei Wizard of Oz? Kentucky? Oregon? Kansas. Ah, Mist. Kansas mir mal vielleicht sagen? Oh Mann. Was ist das denn? Nur die zwei Häuser, die haben noch Bäume rechts und links, mit denen man das Upside-Down-Version auf den Kopf stellen kann. Ah! Mein Oregon war nicht ganz daneben. Gruselig. Nee, Quatsch, Oregon ist total daneben. Ja, also von Geografie habe ich halt überhaupt keine Ahnung. Also von amerikanischer. Wieso wird denn dieses Fensterbrett immer größer? Ich dachte, wir wären bald durch. Und dann noch eins. Und da ist ja immer noch ein Platz frei. Ich wollte um 18 Uhr eigentlich durch sein. Ich habe einfach mal zum Spaß die Bundesstaaten der USA gelernt. Oh. Das klingt aber eigentlich nicht so nach Spaß. Ach, guck an, jetzt sind wir sogar hier. Ah. Aber jetzt bin ich alleine als einzelnes Blatt. Kann ich da so viel machen? Also mir macht das Spaß. Ja dann. Ich habe mal für den Erdkundeunterricht alle Länder und Hauptstädte von Afrika gelernt. So um den 4. November letzten Jahres rum wusste ich schon so einigermaßen, wo welcher Staat ist. Echt, so lange ist das schon her? Ah, da hinten ist der Endgegnerturm. Zu viele Länder, ja. Aber am Ende konnte ich fast alle. Ich habe da eine 2 gehabt in diesem Test, wo das abgefragt wurde.
Jetzt will ich nicht mit dem Hund gehen. Oh, FOMO wegen der dummen Blumen. Ey, die sind voll schön, ja? Dumme Blumen, ich glaube, es hackt. Wenn Star Wars das hört, ne? Weiß nicht mal, wie die heißen. Ja, und? Nur weil ich nicht weiß, wie etwas heißt, ist es noch lange nicht doof. Boah! Ist ja nicht alles schlau, was ich kenne. Also nur das. Guck mal, Möpper hat hier eine große Wiese im Stream. Vielleicht kann der Hund... Also... Bitte. Wir haben vorhin Pause gemacht. Ach so, jetzt. Ach, jetzt kann ich hier einfach durchbolzen. Ach, wie cool. Wow. Beeindruckend. Es fühlt sich schon gerade sehr nach letztes Level an. Wo man dann doch so ein bisschen overpowered wird und die großen bösen Dinger ganz leicht wegputzen kann. Beeindruckend, ja. Jetzt haben wir eine leere Stadt. Ja, endlich! Endlich können die Steine wieder wachsen. Bösen Stahlträger. Ich mag leere Städte, keine Leute, die einem auf die Nerven gehen. Ja, absolut. Sind keine Träger. Stimmt. Tragen ja gar nichts. Vor allem kein Stahl. Sorry, kurz die Kamera einmal fixen. Denn so langsam wird es hier wieder dunkel. Ich freue mich schon auf morgen, da werde ich wahrscheinlich direkt nach dem Aufstehen wieder eine Runde laufen, eine große. Das wird fantastico. Sie tragen den Himmel, oh. Noch mehr Blumen. So, wo ist denn? Ach, da hinten ist noch was. Okay. Mikro ist im Flow, ja. Ich bin der Flower. Haha.
Oh, was ist denn hier los? Achso, das sind noch die von eben, ne? So, wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Jetzt hier sieht alles relativ fertig aus. Ah, da hinten. Hier, it goes weiter. Ja. Weg mit dem Grau. Alles bunt machen. Oha, jetzt geht's aber ab hier. Statt der grauen Herren. So. Also bei so viel Blättern ist manchmal ein bisschen schwierig zu gucken, wo man gerade hinfliegt. Oh, das erinnert mich auch stark gerade an dieses Spiel auf der Wii. The Blob hieß es, glaube ich. Da ging es auch irgendwie darum, dass in der Welt irgendwie der Bösewicht die ganzen Farben geklaut hat. Und wir jetzt alles wieder einfärben müssen. Ich glaube, da gab es auch einen Port für die Switch von. Müsste ich mal nachgucken. Da hätte ich auch wieder Spaß drauf. Spaß dran, Lust drauf, so. Man, da gibt es sogar einen zweiten Teil auch von. Die wurden beide, meine ich, portiert. Ein Spielplatz, ja. Es ist so schön. Da darf der Hund natürlich nicht drauf. Ja, das stimmt. Bäm, einfach wegballern. Oh, da muss ich nochmal zurück. Da war noch einer. Ach so, okay. Die färben sich erst ein. Einmal ist die Hölle los, ja. Wenn ich wirklich das komplette Gebäude befreit habe. Muss ich doch alle Zacken wegmachen. Aber es ist ja eine meiner leichtesten Übungen.
Das macht er übrigens automatisch. Boah, wie lang mein Schweif ist. Hallo Letizia. Schön, dass du da bist. Ja, genau. Ich spiele Flower und bald dann auch Journey. Ja. Das war der Plan. Also eigentlich wollte ich... Also es hat sich zufällig ergeben, dass ich Flower spiele. Denn das war halt im Bundle mit Journey und hat dann irgendwie nur 1 Euro mehr gekostet. Und da dachte ich mir, das nehme ich doch mit. Nachdem ich gesehen hatte, dass es auch nur... so 2 Stunden geht. Wie lang mein Schweif ist, Name of your sex tape. Ja, ja. Ist mir dann beim Aussprechen auch eingefallen. Da war ich sehr froh, dass ich Schweif gesagt habe. Ich schätze, infantilere streamernde, würden da was anderes sagen. So, jetzt weiß ich, jetzt kann mich gar nicht mehr orientieren. Zu Höhe, aber wahrscheinlich da, wo... Ach so, ich färbe auch den Boden ein, oder was? Ah, da wo es dunkel ist, da war ich noch nicht. Na gut. Anspielung, die er nicht versteht. Was? Hier kann ich auch noch runter. Oh. Ah. Es ist so schön. Dürfen Spiele wirklich so schön sein? Kann das mal jemand prüfen? Okay, da soll ich scheinbar nicht hin. Flower hatte ich damals, glaube ich, nur eine Art Demo gespielt. Journey ist absolut ein wunderbares Spiel. Ich bin auch gefallen, weil es eine wahre Augenfreude und man tatsächlich einfach genießt. Ja, das habe ich hier auch das Gefühl. Wir hatten ja vorhin Pony Island gespielt. Das war dann doch irgendwie ein bisschen stressiger. Oh, warte mal, hier kann ich dann noch hoch, ne? Sieht aus, als wäre ich hier noch nicht gewesen, aber da komme ich auch nicht hin. Mist. Noch nicht alles. Entdeckt worden. Ein paar dunkle Ecken hat es hier noch. Was kann ja nicht der Sinn sein, dass ich den ganzen Fußboden da abgrasen muss. Haha, abgrasen. Hier hoch und dann links, genau. Hier auf die Straße. Hm. Da hinten muss ich eigentlich hin, genau. Guck mal, hier ist noch ganz viel Grau. Ah.
bin ich denn hier einfach zurückgegangen? What is going on here? Warum gehen die nicht kaputt? Was soll das? Juckt mich gar nicht. Ich werde dich zernichten. Was immer du sein magst. Ja, batz, 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 batz. Was ist das? Oh, wie cool das aussieht. Ach, das ist das ist die Fensterbank. Oh. Schön. Der Mana-Baum, jau! So ist es. Ja, war es das jetzt? Ah, nee. Bild von einer Blume. Oh, thank you for playing. Ach, jetzt kann ich da. Ach, sowas liebe ich ja. That Game Company, ja. Ach, wie cool. Ich mag Thank You Messages. Ja, ich auch. Ich mag aber nicht, wenn hier einfach so das Licht ausgeht. Und im Dunkeln. Ziel Ende mit der Maus. Danke für den Beitrag zu eurer Sendung. Oh, das ist ja wirklich schön. Ups, so irgendwie einen Knopf bekommen. Ja, ey, da muss ich echt mal nachgucken. Das ist irgendwie, muss da ein Timer oder so dran sein. Ich weiß nicht, wo ich den eingestellt habe. Oh, incredible fans. Oh.
Bei einer Blume hängt noch das Köpfchen. Was? Ach man, ist das schön. Sie haben es bei diesem Spiel bei Gris öfter gesagt. Oh. Ich schätze, bei Gris war es insgesamt länger gewesen. Ich bin bei Gries war Letizia, glaube ich, auch dabei, ne? Okay, den Stream kenne ich nicht. Bei Celeste. Oh, oh ja, Celeste war auch schön. Typer Light Drifter auch. Ich mag schöne Spiele. Habe ich die aus Versehen nicht alle eingesammelt, ne? Ups. Das habe ich mir tatsächlich auch nachträglich angeguckt. Oh. Ihr seid ja drauf. Windenergie, ja. Ich muss mir vielleicht mal abgewöhnen, immer auf den Chat zu gucken. Wenn hier die Kamera gerade wegschwenkt und mir was zeigen will. Na, oh, jetzt kann ich es nicht mehr kaputt machen. Schade. Ui. Deus Ex gehört auch mehr oder weniger zu den Shootern. Ja, aber das ist ja mehr. Also kein Shooter, oder? Da kannst du ja auch viel mit Stealth und so machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Extra Credits. Oh. Zum Mond. Wenn man will, kann man reingehen und ballern. Aber ist ja einfach das ausgelegt. Okay.
Oh, ja, das war wirklich schön. Ein richtig, richtig schönes Spiel. Oh, jetzt gehen wir alle ins Bett. ja, ich werde jetzt den Stream auch beenden. Ich habe gesagt, eigentlich wollte ich maximal bis 6 spielen. Wenn ihr noch wen habt, wo wir hinraiden können, wollen, gerne Vorschläge. Ansonsten, also gucke ich einfach mal selber. ja, war schön anzusehen. Bina, die ist am Stream. Oh ja, stimmt. Ach, den hat die gerade erst angefangen, oder? Dann gehen wir doch mal zu Bina rüber. Da ist auch eigentlich auch immer sehr schöne Stimmung. Es ist immer sehr angenehm, Bina zuzugucken. Die macht Musik. Und freut sich bestimmt, wenn wir da auch reinschauen. Dann drücke ich hier schon mal auf meinen Raid-Knopf. Weil die lila Blüte so traurig aus. In welche lila Blüte? Und wechsle hier die Szene auf groß. Und dann sage ich nochmal Dankeschön an alle, dass ihr so lange da wart. Das hat echt Spaß gemacht heute. Und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, morgen mache ich nichts. Aber am Mittwoch dann wahrscheinlich wieder. Ach so, die Lieder. Ja, das ist das vorletzte Level. Da ist es sehr traurig gewesen, alles. Also, das war nicht so gut. Danke. Ja, bitte. Alles klar. Dann kommt gut in den Rest Samstag. Und bis bald mal. Ciao.